Herzlich willkommen zurück bei Indiana Jones 3. So, es geht weiter. Und zwar können wir jetzt reisen. Okay, und zwar zu zwei verschiedenen Locations. Nach Venedig, da müssen wir ja gleich auf jeden Fall hin. Vorher können wir noch zu Henrys Haus. Was für ein Chaos, wonach man hier wohl gesucht hat. Vielleicht das Tagebuch, das Dad mir geschickt hat. Okay, und ich muss hier nochmal das Tempo anpassen, Untertitel. Scheinbar muss ich das jedes Mal anpassen, wenn ich das Spiel neu starte. Na gut. Sonst wird man hier ganz schön, muss man die Texte hier ganz schön durchhecheln. Das ist mir bei einer kleinen Testaufnahme schon aufgefallen. Okay. So, also, was weiß ich von dieser Location noch? Nicht viel. Ich meine, dass man hier irgendwo noch was finden kann im Haus. Ich weiß aber nicht mehr wo und ich weiß nicht mehr was. Von daher schauen wir jetzt einfach uns mal alles an und gucken zunächst nochmal ins Tagebuch. Aber da hilft nichts. Okay. Was haben wir denn hier? Fenster, Bild, noch mehr Bücher, Wäscheschrank. Warte mal, Bild. Das ist ein Bild, das ich als kleiner Junge gemalt habe. Es zeigt einen Pokal, den Dad mal gewonnen hatte. Kann ich das mitnehmen? Tatsache. Ist dahinter ein Nagel? Nee. Okay, guck mal hier die. Der Fleck auf der Tapete, das muss da schon sehr lange gehangen haben, das Bild. Unser altes Haus in Four Corners. Und durch Dads Unterwäsche wühlen? Ne. Niemals. Die hat Vater vor dem Schlafengehen gelesen. Aha. Nichts unter dem Bett. Okay. Kann ich das Bett verschieben? Nee, ist zu schwer. Na gut. Hab ich dann hier alles im Schlafzimmer? Bild habe ich mir angeschaut. Warte mal, kann ich das Bild hier wegnehmen? Nein, ich lasse es hier. Okay. Ach ja, jetzt fällt mir ein, wer das hier ist. Chuck, die Pflanze, hallo. Ich kann aber kein Gespräch mit dir führen. Aber Chuck, die Pflanze, ist mir gerade wieder eingefallen, ist ja die Pflanze, die in, ich weiß gar nicht, ob in allen LucasArts Adventures, jedenfalls in sehr vielen, eine kleine Gastrolle hat und in diesem Spiel hier. So, hier ist soweit nichts Besonderes. Die Geschichte Europas im Mittelalter, okay. Das bleibt besser hier, aber na gut. Also hier auch nochmal mit Was ist gucken. Bücher, Bücherregal. Bücher, 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 Bücher. Mehr Bücher, Bücher. Ah. Griechisch, Deutsch, Lateinisch, Italienisch, Französisch. Ich musste als Kind eine Menge lernen. Ja, okay. Schreibmaschine, schauen wir uns die nochmal an. Da ist kein Papier drin. Können wir die öffnen? Lässt sich nicht öffnen. Ein Klassiker wäre ja jetzt, das Farbband da irgendwie rauszunehmen und zu gucken, was er als letztes geschrieben hat. Aber wenn ich die nicht öffnen kann, kann ich die denn mitnehmen? Kann ich nicht mitnehmen. Kann ich die benutzen? Aha. Aber so richtig hilfreich klang das jetzt nicht. Hallo Chuck. Schön. Alles, was da drin war, liegt auf dem Fußboden. Also Schreibtisch, Schreibmaschine, Chuck, die Bücher, da haben wir hoffentlich alles. Ich habe echt ein bisschen Sorge, in dem Spiel Dinge zu übersehen. Denn ich, wie gesagt, ich habe es selber nie ganz durchgespielt, aber ich weiß, dass wenn man zum Beispiel in der Bibliothek bestimmte Bücher nicht mitnimmt, dass man dann erst ganz viel später bestimmte Lösungswege nicht mehr machen kann. Und das, ja, wie gesagt, war eins der ersten. Ist kein so besonders gutes Design, wenn man ehrlich ist.
Okay, den Kühlschrank schaue ich mir besser nicht an. Da ist wahrscheinlich nichts drin, außer einem alten Ei. Aber um ganz sicher zu gehen, nachdem ich den Rest hier gesehen habe, lieber nicht. Okay, was ist denn das da drauf? Was soll das darstellen? Was ist das? Ein Küchengerät aus den 30ern? Aber welches? Geht's hier noch irgendwo hin? Nee. Okay, also bisher war das jetzt nicht so sonderlich ergiebig. Ich meine mich zu erinnern, dass man hier was mit dem Tisch machen konnte. Ich sehe nichts Besonderes. Kann ich diese Pflanze hier wegnehmen? Ich stelle sie hier unten ab. Ja, genau, hier. Und da konnte ich die Tischdecke, glaube ich, wegnehmen. Aber was hat mir das gebracht? Ach, das ist eine Truhe. Guck, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ich wusste noch da, irgendwie hier mit der Pflanze, aber die Truhe. Sie ist abgeschlossen. Ah. Ja, okay. Lässt sich nicht öffnen. Kann ich Chuck die Pflanze hier bewegen? Wo könnte denn wohl der Schlüssel sein? Ziehe. Nee. Teppich, den man noch wegziehen kann, irgendwie, irgendwo was. Noch mehr Bücher. Also es geht ja nachher auf jeden Fall in Venedig weiter. Und das ist eine Szene, die ich glaube im Film auch gar nicht. Ist erst 2 Wochen her, dass ich den gesehen habe. Als Vorbereitung auf das Spiel. Jetzt bin ich mir trotzdem nicht sicher. Aber dieses Haus hier, das kam ja, glaube ich, nicht vor im Film. Ja, Haufen alter Bücher habe ich oft gelesen. Schön und gut. Stuhl. Kann ich den aufheben? Ich räume ein anderes Mal hier auf. Oh ja, an die Bücher erinnere ich mich. Obwohl ich sie lieber vergessen möchte. Ja, aber sonst ist hier auch nichts. Kann ich hier auch diesen Trick mit Tür zu machen? Die ist ein klein wenig kaputt. Na gut. Ja, gut, aber wo könnte jetzt der Schlüssel sein? Ha. Im Kühlschrank. Ich will, dass der im Kühlschrank ist. Und im Gral-Tagebuch gab es auch keinen Hinweis. Also mal so rein vom Ablauf her, ne? Und was noch so kommt. Ist es eigentlich nicht besonders wahrscheinlich, dass ich nochmal zurück hier in das Haus komme? Die hat Vater vom Schlafengehen gelesen. Ja, wühl doch mal durch Dads Unterwäsche. Hallo, Chuck. Kann ich nicht mitnehmen? Okay, ziehen geht auch nicht. Ist hier hinten noch irgendwas? Ich hätte jetzt echt gerne eine Hotspot-Anzeige. das Fenster aufmachen? Wurde seit Jahren nicht geöffnet. Na gut. Also ich habe keine Ahnung, was da drin ist und ob man das braucht. Ich gehe aber mal davon aus, dass das sowas ist, was ich gerade sagte, dass man das wahrscheinlich irgendwann später
Mit so einem Buch. Irgendwelche Lösungswege noch freischaltet oder eben auch nicht. Öffne Bett, ist zu schwer. Nimm Bett, nein, ist zu schwer. Benutze Bett, das klappt so nicht. Benutze Bild. Zeigt einen Pokal, den Dad mal gewonnen hatte. Ist doch, ja, okay. Ja, gut, okay. Bevor ich mich jetzt hier total festbeiße, ist abgeschlossen. Kann ich die noch ziehen? Kann ich nicht bewegen, drücken auch nicht wahrscheinlich. Wenn man nach Return von Monkey Island jetzt dieses Spiel spielt, merkt man echt, also man meint ja, oder vielleicht meint man das auch nur, keine Ahnung, dass das Adventure-Genre, dass sich da technisch nicht so viel tut, aber das sind schon, da liegen schon wirklich Welten zwischen. Das hier ist natürlich nostalgiemäßig klasse hier, dieses Werben-Interface, keine Frage. Aber wenn man ganz ehrlich ist, es ist heute schon doch komfortabler zu steuern. So. Ja, okay. Ich gebe auf. Huch. Oh, dann kommt man hier wieder hin. Ah, warte mal. Wir kommen. Oder ist hier irgendwo noch was? Aber hier haben wir ja eigentlich auch eine ganze Menge schon durchsucht. Oder haben wir nochmal Post gekriegt? Nicht Statuen halten. Nein, nein. Nimm. Ach, das kann ich jetzt gar nicht mehr auswählen, oder was? Den Haufen hier. Na gut. Statue, Karte. Habe ich mir die Karte eigentlich angeguckt letztes Mal? Eine seltsame Karte mit Buntstiften gemalt. Brauche ich nicht. Medaille. Die Statue schauen wir uns nochmal an. Die Statue eines blitzschnellen Falken. Sie bedeutet mir eine Menge. Aber ich brauche sie nicht. Ja, was denn nun? Ach, guck mal, hier ein Entchen. Ja, Krempel. Das haben wir ja uns ja alles angeguckt, soweit. Düstere Zeiten kommen auf uns zu. Ich hoffe, es langweilt euch nicht zu sehr. Ich muss ja sagen, es ist wirklich auffallend leise. Dadurch, dass es auch so gut wie keine Geräusche gibt und nur sehr wenig Musik. Ist hier noch irgendwas? Komme ich hier irgendwo hin? Auch nicht. Dadurch ist es halt wirklich, ja, wenig Animation. Also wie gesagt, ist natürlich ist kein Vorwurf, ist halt dem Alter geschuldet, nicht wahr? Aber zu verkaufen, ein Platz in Dr. Jones Klasse. Höchstgebot? Höchstgebot, achso. Kann ich nicht mitnehmen. Gibt es hier noch mehr? Zu verkaufen, Oldtimer, Modell T mit Lenkradschoner. Ach schön. Das gab es bei Indie 4 auch. So eine Tafel, wo man öfters drauf gucken konnte und da standen da lauter lustige Sachen. Zu verkaufen. Komplettes Bücherset von Professor Ravenwood. Ja, Ravenwood sagt uns ja auch was. Zu verkaufen. 6000 Ratten, 500 Schlangen. Steven Spielberg. Nach dem Dreh des Films nicht mehr benötigt. Ach so macht man einen Reißauflauf. Boxtraining umsonst beim Trainer. Sporthalle. Ja, okay. Ah, da ist gerade Unterricht. Dann stören wir da mal nicht weiter. Ach, können wir hier mal einen Schluck nehmen? Ah, erfrischend. Und es schmeckt ganz prima.
Was soll das hier sein? Ein Bild von der Menschen? Man kann hier übrigens offensichtlich mit niemandem reden. Das entsprechende Verb ist ausgegraut. Da ist auch gerade Unterricht. Alles klar. Schaukasten, hier war halt sonst auch gar nichts. Ich will jetzt auch nicht nochmal zum Boxtrainer. Ich glaube, da ist nämlich nichts. Tja. Oh, ach ja. Dr. Jones, diese Studenten sind immer noch sehr sauer. Ja, kam irgendwie, hat mein Vater mir einen Schlüssel geschickt oder so. Reden Sie nicht mit mir, Dr. Jones. Die Studenten sind die Verärgerten. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, Irene und Studenten. Und da hinten ist die Tür. Ja. Gut, okay. Ja, wir reisen jetzt einfach mal weiter nach Venedig. Ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwo noch an diesen Schlüssel kommen oder nicht. Oder. Aber wenn ihr das Spiel besser kennt als ich, haut ruhig mal in die Kommentare das raus. Ist gar kein Problem. Ich werde dann wahrscheinlich sowieso schon ein bisschen weiter gespielt haben. Und wenn nicht, dann spoilert an den, also an solchen Punkten dann halt schon. Na, also ihr müsst jetzt noch nicht in die Kommentare schreiben für die nächsten Rätsel, die da kommen, aber. Das würde mich jetzt schon interessieren, ob ich jetzt da irgendwas übersehen habe oder nicht. Okay. Jetzt geht's los. Einmal über den Atlantik. Ah, Venedig. Woran werden wir diesen Dr. Schneider erkennen, wenn wir ihn sehen? Vielleicht kennt er uns. Dr. Jones? Ja? Ich wusste, dass Sie es sind. Sie haben Ihres Vaters Augen. Und meiner Mutter Ohren. Sie dürfen mit dem Rest machen, was Sie wollen. Es scheint so, als wären die besten Teile schon vergeben. Marcus Brody? Ganz recht. Dr. Elsa Schneider. Oh. Was wissen Sie über das Verschwinden meines Vaters? Nicht viel. Wir arbeiteten gerade in der Bücherei, als es passierte. Ich führe Sie hin. Warum geht ihr zwei nicht ohne mich los? Ich würde gern eine ruhige Gondelfahrt machen. Na gut, Marcus. Dr. Schneider, Sie führen. Dies ist die Bücherei. Sieht eher aus wie eine Kirche. Sie haben ganz recht. Es war eine Kirche während der Kreuzzüge. Nun, kurz bevor Ihr Vater verschwand, murmelte er etwas von römischen Ziffern. Er sagte, er hat überall nach ihnen gesucht, ohne Erfolg. Die Bücherei macht bald zu. Ich kläre mal, dass wir hier bleiben können, dann können wir uns in Ruhe umsehen. Entschuldigen Sie, mein Herr. Entschuldigen Sie! Hallo, Sie! Ich glaube nicht, dass er Schwierigkeiten macht, Dr. Schneider. Okay. So, hier mal wieder erstmal was ist und gucken, was wir hier halt haben. Was? Irene? Das ist doch nicht Irene. Bitte? Irene? Gut, also, wir haben hier Regale, wir haben hier Plaketten. Okay. Mit ihm kann ich auch nicht reden. Huch, das wollte ich noch nicht. So. Der Bücherwagen geht auch nicht. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal erstmal hier genau um.
ein italienisches Sprichwort. Eine Bücherei ohne Regale ist nur ein unordentlicher Stapel Bücher. Okay. So, jetzt kann man hier nämlich hier in die verschiedenen Gänge gehen. So weit weiß ich noch. Und hat dann hier diese Wall of Book. Und hier ist es jetzt echt wichtig, mal hier mit diesem Was ist, also so viel weiß ich noch, dieses Bücherregal abzuscannen, in der Hoffnung, nicht zu verrutschen und es nicht zu übersehen. Weil, oh, jetzt habe ich aus Versehen geklickt. Weil ich weiß nicht mehr wo, ich weiß nicht mehr wie, aber ich glaube, mindestens ein Buch, vielleicht sogar mehrere, kann man hier finden. Das weiß ich zu. Ich glaube, dass man hier eine Biografie finden kann von Adolf Hitler. Ich habe mir nämlich irgendwann vor einem Jahr, das war ganz interessant, kann ich empfehlen übrigens, wenn euch das interessiert, auf schnittberichte.de ist, glaube ich, die Seite, eine Dokumentation oder also Vergleichsbilder und Beschreibungen von allen Punkten, die in der deutschen Version ursprünglich zensiert wurden. Und da ist, huch, Dad hat überall nach römischen Ziffern gesucht. Gut, ja, da kümmern wir uns gleich drum. Genau, und irgendwie Hitler-Biografie ist, glaube ich, ach so, nein, genau, haha, jetzt fällt es mir wieder ein. Nein, in der zensierten Fassung war es die Hitler-Biografie und in der unzensierten Fassung, die wir jetzt hier, glaube ich, ja genau, schau an hier, was ist, und ich wundere mich. In der Version, die wir jetzt hier spielen, müsste es eigentlich dann wie im Original Mein Kampf heißen. Wenn wir es denn finden. Da, hier. Das ist so gemein. Das ist wirklich hier Pixel-Hunting, aber da ist was. Das sieht interessant aus. Ja, genau. Sieht es halt leider. Mach nochmal Platz, Indy. Ich will hier was zeigen. Es sieht halt leider überhaupt nicht interessant aus, weil es sieht genauso aus wie die blöden Bücher da rechts und links daneben. Ja. Es heißt, so fliegt man einen Doppeldecker. Okay, sehr gut. Es heißt, so fliegt man einen Doppeldecker. Ach so. Ach, okay. Erstens APU einschalten, Schalter L, ach du meine Güte. Zweitens Öldruckregler C, zweimal drücken. Uff, Benzinpumpe Q einschalten, beide Magneten einschalten, da. Ja, das muss ich mir zum Glück jetzt nicht merken, denn zum Glück habe ich das jetzt hier als Buch. Ja, wir wissen natürlich alle, in welcher Szene das wichtig sein könnte. Und das ist halt so ein Ding, ne? Also, sobald wir da in dem Zeppelin fliegen, sind wir längst nicht mehr hier und haben keine Chance, nochmal zurückzugehen, um die Gebrauchsanleitung zu finden. Keine Ahnung, was man dann macht. Ich glaube, es gibt dann immer noch andere Möglichkeiten, hoffe ich zumindest. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich würde jetzt auch nicht die Hand ins Feuer legen. Denn zumindest bei Maniac Mansion dagegen war das fast gang und gäbe, dass man am Anfang irgendwelche Dinge mit irgendwas benutzt und dann waren sie weg oder kaputt. Und dann konntest du das Spiel nicht mehr durchspielen, hast das aber nicht gemerkt. Das Spiel hat dir das nicht verraten. So. Ja, hab die Ruhe gerade zum Husten genutzt, Entschuldigung. Ah, oh Mann. Ich
fürchte, nach dieser Folge ist für heute auf jeden Fall Schluss mit Aufnehmen. Mache ich die Tage weiter. Aber so, gerade weil es hier halt die ganze Zeit so ruhig ist und man die Dialoge ja selber sprechen muss, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ich will mich überhaupt nicht beschweren, aber das habe ich auch damals bei Monkey Island gemerkt, es geht halt deutlich mehr auf die Stimme als bei modernen Point-and-Clicks, wo du während den Dialogen auch echt mal Zeit hast für die Stimme, dass sie ein bisschen Päuschen hat. So, aber hier war jetzt auch nichts. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir hier die Biografie bzw. Mein Kampf, dass wir das noch hier finden. Nicht schau an, das hatte ich hier vorhin schon mal. Ja, ist jetzt leider nicht so spannend, aber bei einem Spiel dieses Alters gehörte das dazu. So wie bei Maniac Mansion, das ist ja auch so faszinierend. Bei jedem Raumwechsel Ladezeiten dazu gehörten. Und nicht nur das, sondern gefühlt bei jedem dritten Raum musste man auch noch die Diskette umdrehen. So, hatte ich jetzt, warte mal. Ja, jetzt habe ich schon wieder so viel gequakt, dass ich unkonzentriert war. Habe ich mich hier jetzt umgesehen? Ich mache hier nochmal einen Schnelldurchlauf. Weil das sah ja gerade so aus, als käme ich von oben. Ich dachte aber, ich wäre... Ja, wenn die Demenz dann auch noch dazu kommt, ne, dann dauert es natürlich noch länger. So. Nee, hier scheint nichts zu sein. Dann versuchen wir es hier nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Regale es hier gibt. Aber ganz ehrlich, das sind so Punkte. Das macht halt, was soll ich sagen, es macht halt leider keinen Spaß, hier einfach mit was ist hier über die Dinger zu suchen. Das ist ja auch kein tolles Rätsel oder so, oder? Naja. Das ist halt eher aus archäologischem Interesse nochmal schön, dieses Spiel zu spielen. Und wer weiß, vielleicht packt es mich ja auch nochmal richtig. Aber nach der ersten Spielstunde habe ich schon wieder ein Gefühl dafür, warum ich es damals nicht bis zu Ende gespielt habe, muss ich ehrlich sagen. So gern ich auch diese alten Spiele spiele, eigentlich geht es erst ab dem nächsten Spiel, ab Monkey Island, so richtig los mit Spielen, die noch heute gut spielbar sind, meiner Meinung nach. An Monkey Island, finde ich, ist wirklich kaum gealtert. Da hast du auch solche Superpassagen nicht, da hast du keine doofen, keine blöden Labyrinthe, die in dem Spiel auch noch kommen. Das ist insgesamt mit den Dialogen schon deutlich weiter. Klar, in der ersten Version hat es auch noch die vielen Verben, so wie hier, also da sieht es Indie recht ähnlich, aber... Nee, das war schon ein Riesensprung. Allein, dass dieses Was ist dann endlich rausgenommen wurde. Und ich hoffe so sehr, dass ich jetzt hier beim ganzen Quatschen und nebenbei hier scannen nicht doch noch ein Buch übersehen habe. So. Ja, ganz viele Bücher. Da fällt mir gerade noch... Das war nur eine Lücke. Das hatte ich mich kurz gefreut. Da fällt mir ein, war es nicht auch so, wenn ich mir jetzt hier diese Bücher zum Beispiel anschaue, dass er mir sagt, was das für Bücher sind? Die wären interessant, wäre ich nicht in Eile. Ja, okay. Du sagst mir nicht, was das für Bücher sind. Steht das hier auf den Plaketten?
Tolle Kochbücher von El Borja. Ein Sprichwort: Wer nach dem Buch lebt, stirbt im Bett. Königreiche kommen und gehen, eine Bücherei ist unsterblich. Ab Ptolemäus, Leiter der Bibliothek von Alexandria. Okay, die halbe Stunde ist für heute rum. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Wir beenden für heute die Folge. Ich suche hier nochmal alleine offscreen die Bücherei ab. Das ist jetzt ja nicht wirklich sonderlich spannend. Ich meine nämlich wirklich, ein Buch müsste man hier noch finden. Das würde ich nämlich sehr gerne mitnehmen. Und an der Stelle, wenn ich das dann finde, da machen wir dann weiter. Ansonsten mache ich natürlich nichts hier um das Rätsel mit den Fenstern und den Zahlen. Da kümmern wir uns dann gemeinsam beim nächsten Mal. Und vielleicht schaffen wir dann es ja auch schon in die Katakomben von Venedig. Also ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank, dass ihr euch mit mir auf diese Retro-Reise macht. Zu den Anfängen des Point-and-Click-Adventure-Genres, kann man sagen. Ja, also ja, es hat seine Macken. Dennoch kann ich nicht leugnen, dass es trotz allem auch Spaß macht, hier ein bisschen rumzustromern. Und mal gucken, was noch so kommt. Also noch sind wir, wie gesagt, an dem Gebiet, was ich schon mal irgendwie so kenne. Spätestens nach den Katakomben weiß ich aber gar nichts mehr. So, bevor ich jetzt hier mich weiter verzettel. Also, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.